Hi, schön, dass du da bist und zwar heute wieder zu einer Sneak Peek von Diamond Art Club. Sneak Peek heißt, wir dürfen uns heute ein Kit angucken, von denen, die morgen released werden, also die morgen am Samstag, dem 13. April erscheinen. Herzlichen Dank an Diamond Art Club dafür, dass wir uns das hier einen Tag vorher angucken dürfen. Liebe geht raus, damit du eine Entscheidung treffen kannst, ob du das morgen vielleicht haben möchtest. Ja? Ne? Wir kaufen ja nicht die Katze im Sack, wir gucken uns das vorher an. Und ich habe hier mal wieder, schon wieder, es reißt gerade ein, es ist gerade viel, wow, aber wir lieben sie, ein Kit von You May Art und zwar Irradiant, strahlend, leuchtend, Ausstrahlung. Eckige Steinchen, 50,8 mal 83,7 und wir schauen direkt rein. Das bekommen wir in unserem Kit natürlich hier jetzt. Worauf es ankommt, die Leinwand und die Steinchen, schauen wir uns gleich an. Wir kriegen einen kleinen Sticker, den mache ich mir immer noch vorne auf die Box drauf, auf die Längsseite, damit ich, so wie ich es lagere, nämlich in einem Kallax-Regal mit dem kleinen Ende nach vorne zeigend, auch sehen kann, was drin ist. Dann haben wir hier unser Toolkit. Da kriegst du eigentlich alles, was du so zum Diamantpainten brauchst. Also es ist tatsächlich so, dass ich manchmal, obwohl ich schicke Stifte habe und sowas, einfach nur das nehme, was hier drin ist und loslege. Ja. Wir haben nämlich einen Stift mit einem Vierer und einem Siebener Mehrfachsetzer. Wir bekommen eine Pinzette, weil es ein eckiges Kit ist. Ne? In runden wirst du die nicht finden bei Diamond Art Club. Wir bekommen Wachs, da sind zwei Stückchen drin. Das reicht dicke für so ein Bild normalerweise. Und dann haben wir hier unser kleines Schiffchen mit dem Stopper hier vorne, den man rein und raus machen kann, damit die Steinchen nicht rauspurzeln. Wir haben ein paar Zipptütchen, auch immer sehr nützlich. Und dann haben wir Washi-Tape. Und zwar ist das hier auch wieder super schön floral. Im Moment kriegen noch viele Frühlingsblumen. Washis finde ich super. Kann man mit die Ränder abkleben und so weiter und so fort. Habe ich auf jeden Fall schon mal in ein, zwei Videos bei meinen Tipps und Tricks gezeigt, was ich damit tue. Schau einfach mal in die Playlist rein, verlinke ich dir auf dem i oder unten in der Videobeschreibung. Und hier haben wir einen Coverminder. Das ist eine Muschel. Und hier haben wir unser Kit, Steinchen und Leinwand. Da schauen wir jetzt rein, darauf kommt es ziemlich an. Liebe es. Sie ist so weich, ne? Tarpaulin-Leinwand. Self-flattening eigentlich. Also sie müsste sich nach einer Weile selbst flach legen. Aber mit der neuen Folie, die wir hier drauf haben, die ist ein bisschen dicker und ich habe so das Gefühl, das klappt nicht so gut wie sonst. Man kann aber hier ein bisschen rumbiegen oder es einmal falsch rumrollen. Das macht überhaupt gar nichts der Folie oder dem Bild, dem Kleber aus. Und hier haben wir nämlich diese Folie. Die ist schon, sieht man ein bisschen schlecht, aber die ist schon in 10x10 große Bereiche aufgeteilt, vorperforiert, sodass wir uns die einreißen können und uns diese kleinen Stückchen raus trennen und da dann painten können, wenn man das möchte. Also hier haben wir unseren Leitspruch, wie immer. Wir haben links eine Legende und unten rechts haben wir gleich auch noch eine. Und dieses Bild ist relativ groß. Es ist ja relativ lang, sagen wir es mal so. Ist hier auch gleich gar nicht richtig drauf. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Ja, hier ist die andere Legende. Und hier haben wir den Rest vom Bild. Wow. So, wir legen uns das mal ein bisschen seitlich, während wir gucken, was hier noch so drin ist. Und wir haben natürlich unsere kleine Anleitung, steht drin, wie Diamond Painting funktioniert. Ist auch ein Rabattcode drin von 10%. Auf der Leinwand ist einer, auf der Box ist, glaube ich, nochmal einer. Wenn du das erste Mal bestellt hast, kannst du auch hier in der VIP-Gruppe beitreten. Da gibt es auch nochmal Rabattcodes. Wenn du das allererste Mal bestellst, kannst du richtig sparen. Nutz einfach meinen Rabattcode, da bekommst du 15% auf deine allererste Bestellung. Oder guck auch mal einfach unten über den Link, ob Diamond Art Club gerade eine Aktion für Erstbesteller hat. Auch da kannst du richtig, richtig doll sparen. So, und hier haben wir unsere Tipps und Tricks auch. Ich habe eine Playlist mit Tipps und Tricks. Kannst du gerne mal reingucken. Wenn dir da irgendwas fehlt, schreib mir einfach. Dann mache ich mal ein Video. Manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht, wenn man schon so lange painted und schon so lange dabei ist und weiß gar nicht mehr so wirklich, was für Fragen man als Einsteiger so hat. Wir haben unsere Steinchen. Und die Legende, das ist ein Aufkleber. Hier sehen wir nochmal die Artwork. Ich liebe es. Ist das toll, oder?
Wow, ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt übersetzt dann ist. Also das Rendering, beziehungsweise auch wirklich, wie das Endergebnis aussehen wird, weil das ist ja schon sehr fein, filigran hier mit den Haaren. Darauf kommt es ja auch an, da kommt dieses Strahlen. Ne, darum geht es ja hier, um Irradiant. Ob das rüberkommt, wie sie das umsetzen, mit welchen, vielleicht auch Sondersteinchen. Wir werden es uns jetzt angucken. Ich bin sehr gespannt. Es ist 50,8 mal 83,7 und wie gesagt von der großartigen You May Art. Wir haben hier unsere Legende, wie gesagt. Auch das sind kleine Aufkleberchen. Können wir auf die Tüten oder Container packen. Direkt machst du Upkitting. So einfach. Und hier haben wir die ersten drei. Also alles unter 150 im DMC-Bereich. Nimmt damit Art Club als AB. Als Fahrtennummern für ihre ABs, ihre Aurora Borealis Steinchen. AB-Abkürzung. Gucken wir uns gleich an, dann erkläre ich auch genau, was es ist. Und wir schauen uns an, wie die aussehen. Das sind nämlich ganz spezielle Steinchen. Und hier haben wir drei Stück, die 119, 125 und 139. Und hier am Ende, da müssen wir bei David Adler auch immer nochmal gucken, da kommen nochmal Spezialsteinchen wie das hier. Da ist ein Z davor. Und das Z bedeutet Fairy Dust Diamond. Das heißt, wir haben zweimal Fairy Dust Diamonds hier. Auch die schauen wir uns gleich mal genauer an. Und auf die 6000er werfen wir auch nochmal hier direkt einen Blick. Das gehört erwähnt, damit Art Club macht, die machen ihre Steinchen selber, produzieren sie selber. Das heißt, sie können eben auch Farben produzieren, wie sie möchten. Und ja, irgendwann ist ihnen beim Rendering eben aufgefallen, dass sie bestimmte Sachen nicht so schön umsetzen können, weil ihnen Farbnuancen fehlen. Vor allen Dingen zum Beispiel im Lila-Bereich ist das, haben sie damit angefangen, glaube ich sogar, bei dem Bild. Und hier haben wir zwei davon. Ne? Diese 6000er gibt es im DMC-Bereich, nämlich im traditionellen gar nicht. Und das sind Farben, die es im Moment nur bei Diamond Art Club so gibt. Wir schauen sie uns an. Natürlich hier, wenn wir uns die Farben angucken. Jetzt gucken wir erstmal kurz auf dieses Bild. Die Leinwand habe ich ja schon erwähnt. Ne? Tarpaulin, Self-Lettering, großartig. Brauchen wir nichts mehr drüber erzählen über die Qualität. Hier haben wir nochmal alle Informationen über das Kit. Das ist mir sehr wichtig, weil hier steht nämlich auch dabei, dass es lizenziert ist. Das heißt, Diamond Art Lab hat You May Art entsprechende Provision im Honorar bezahlt, dass dieses Bild als Diamond Painting produziert und an uns verkauft werden darf. Und das ist super, super, super wichtig. Sie kriegt Geld dafür, Provisionen, Honorar und wird dementsprechend für ihre Arbeit bezahlt. Deshalb ist mir das sehr wichtig. Achtet drauf. Und hier haben wir die Social Media Kanäle. Da seht ihr auch, was morgen noch so alles erscheint. Und hier haben wir die Garantie auf Steinchen und Leinwand. Egal, was mit deinem Kit ist, wenn du der Originalbesteller bist, hilft dir damit Artlab natürlich. Wend dich einfach an den Support, gerne auch in Deutsch. Auch wenn dir zum Beispiel Steinchen runterfallen. Tatsache, du hast eine Ups-Garantie. Also nicht alle Steinchen, du kriegst jetzt nicht alle 48 ersetzt, aber wenn dir jetzt 10 Steinchen sich mischen oder 5 oder so, weil sie dir runtergefallen sind, deine Katze es runtergeworfen hat, was auch immer, dann bekommst du neue. Du musst nicht in irgendwelchen Gruppen gucken, dass du sie zusammenkratzt. Und wenn Steinchen mal fehlen sollten, wenn wirklich mal zu wenig drin sein sollten, was selten passiert, weil normalerweise sind 20% mehr drin, dann bekommst du natürlich auch hier die Hilfe, die du brauchst und die Steinchen zugesendet. Ah, guck mal, können wir ein bisschen hochgehen noch? Ja, können wir. Ist sie nicht toll? Also ich finde es toll. Ich finde die Größe auch gar nicht so übel. 50,8 bei 83 hört sich sehr groß an, aber dadurch, dass es so schmal ist, na, so schmal einigermaßen, vielleicht sind auch mal einfach meine Größenverhältnisse ein bisschen verschoben, weil ich meistens halt einfach sehr große Bilder pente. Richtig gut. Ich möchte mal wissen, was das heißt. Kann jemand chinesische Schriftzeichen lesen? Meine Art ist Chinesin, also denke ich, dass oder chinesischstämmig, sie ist ja Amerikanerin, dass das hier chinesische Schriftzeichen sind. Komm, irgendeiner kann das doch, oder? Irgendeiner kann das doch lesen und mir sagen, was da steht. Steht da Irradiant? Los, ab in die Kommentare damit. Ich bin sehr neugierig. Und derweil schauen wir uns hier mal die Steinchen an. Und dann, wo die eben entsprechend hinkommen auf der Leinwand, während ich die rausfummel, könnt ihr euch hier nochmal das Bild im Original anschauen. Da haben wir sie. Großartig. I love it. Diese Blautöne. Ach, herrlich. So. Und was haben wir da denn? Wir haben die 336, ein dunkles Blau.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. 8 Beutelchen. Wie gesagt, 20% mehr sind drin. Das heißt, ich denke, dass ein Beutelchen auf jeden Fall übrig sein wird am Ende. Das wird viel im Hintergrund sein, denke ich. Ist ja alles blau hier, ne? Ich liebe Blau. 939 ist das ganz dunkle Blau, was fast schwarz aussieht. Zweimal. Die 793, die 158 haben wir auch ganze dreimal. Dann die 803 haben wir dreimal. Die 791 haben wir zweimal. Und da kommt schon unser erster AB. So, wenn ich weiß, dass ein AB ist, aufgepasst. Die haben ja eine ganz spezielle Beschichtung. Die irisieren das Licht so ein bisschen wie, ja, wie die Nordlichter. In allen Regenbogenfarben und daher auch der Name AB, Aurora Borealis Steinchen. Ein bisschen wie Meerjungfrauenschuppen. Und damit kann man tolle Akzente setzen, die blingen, die sind so, bam, hier bin ich. Und wir schauen uns gleich mal auf der Leinwand an, wo die hinkommen, wenn wir hier durch sind. So, haben wir die 161 zweimal, die 3807 zweimal, die 3750 einmal, 823 zweimal, die 160, 3836, 3743, 6014, 550, 3835, die 157, die 552 und die 139. Das ist unser zweiter AB, grauer. Da sieht man das noch ein bisschen deutlicher, ne? Dieses Changieren der Steinchen. Oh, mega. 159, die 151 ist dann mal eine andere Farbe, das ist mal rosa. Dann haben wir hier so ein bisschen Flieder, die 3042, die 208. Und die Beutelchen werden kleiner. Hier, ha, guck mal. Da ist unser erster Felders Diamond. Die haben im Gegensatz zu den ABs so ein Glitterbeschichtung da drauf. Ganz zart. Wie so Feenstaub bestäubt worden sind. Darum haben wir auch der Name. Ein ganz zarter Effekt. Ich liebe es. Und bin froh, dass viele Firmen mittlerweile damit arbeiten, weil es einfach toll aussieht. Das ist so ein ganz dezenter Effekt, der nicht sofort ins Auge springt, aber der meiner Meinung nach viel ausmacht. Auch da schauen wir uns an, wo die gleich hinkommen. 792, schönes Leder zweimal. Und unser zweiter Felders Diamond. Das ist ein weißer. Und guck mal, da hat sich ein kleiner AB, ein lilaner von nebendran. Da ist nämlich der lilane AB, die 119. Und da seht ihr auch direkt den Unterschied, ne? Viel dezenter. Ganz anderer Effekt. Aber ein kleiner AB hier wäre lieber ein Felders Diamond. Oh, zwei sogar. Ja, dann haut rein. Seid, was ihr möchtet. Felders, AB. Whatever. Jeder darf sein, was er möchte. Schön. Ich freue mich mega. Lila und weiß. Das wird richtig gut. 931, 3713, die 210, die 334, die 414, die 317, die 6010. Das ist einer unserer neun Farben, die ich vorhin erwähnt habe. 3041, 813, 518, der gefällt mir. Schöner Türkis-Tilton, oh, ich liebe es. 3740, 3761, 819, schönes, helles, ganz sehr, sehr helles Rosa. 318, 413, 155, 3770, auch das wird hier wahrscheinlich in ihrem Rücken, in der Haut hier verbaut sein oder gewendet sein, 794, 3685 und die 553. That's it. Ich räume das hier auf und wir schauen uns dann an, wo die Ebis und die Felders Diamonds hinkommen. Ich bin sehr gespannt. Wir schauen uns mal an, wo die Ebis so hinkommen. Und da haben wir ja unser Lilan, die 119. Und das ist einfach die Ziffer 1. Den haben wir immer mal so zwischendrin. Hier oben ein bisschen, ne? Hier oben am oberen Teil der Haare, da haben wir ihn. Dann hier haben wir ihn ein bisschen. Hier haben wir ein paar. Hier am hinteren Teil des Armes. Hier und hier haben wir ein paar. Und hier den Haaren. Da. Da haben wir ein paar. Dann haben wir hier unten ein bisschen. Und hier bei den Haaren, die hier auf dem Wasser liegen. Auch da haben wir so ein paar von diesem Lilan AB, als auch hier zum Beispiel. Das war's mit dem Lilan AB. Dann hatten wir diesen gräulichen
Ja, nee, bläulich, ein 125, auch ein ganz heller. Und der ist die Ziffer 2. Und die Ziffer 2, die haben wir tatsächlich hier im Leuchten in den Haaren. Das ist nämlich alles, was hier so ganz hell bei den Haaren ist. Hier, hier, hier und hier und hier, ganz viel. Hier die ganzen sehr hellen Haare. Hier, 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 hier. Und hier oben, ja, wir gehen mal ein Stückchen raus, dann kann man das noch ein bisschen besser sehen. Hier. Hier, das alles, was hier im Bild so ganz heftig leuchtet hier. Das ist dieser LB. Hier, also, das und noch was anderes sehe ich gerade. So, hier, hier und hier. Die Haare hier, die grauen, die hier runtergehen. Hier, hier, hier. In den grauen ist er nicht, nee, hier oben nicht. Aber hier oben noch mal ein bisschen und hier ein bisschen und hier die ganz hellen grauen Haare. Der dritte AB, dieser dunkelgraue, da ist zum Beispiel hier oben die Haare, die grauen Haare hier oben, das ist dieser. Die Ziffer 3 ist nämlich hier, 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 hier und hier, hier, hier und hier zum Beispiel. Den haben wir dann auch hier noch mal ein bisschen, hier und hier. Hier. Und das war's dann. Das sind unsere drei LBs. Und jetzt schauen wir uns aber mal die Fairy Dust Diamonds an. Die Fairy Dust Diamonds, da haben wir einmal den weißen. Das ist hier tatsächlich das Zeichen, was auch oft für weiß, für normales Weiß benutzt wird bei Diamond Art Club. Dieses weiße Feld mit dem schwarzen Punkt drin. Wir haben ja gar kein normales Weiß hier drin. Was uns aber sagt, dass alles, was hier weiß ist, auch tatsächlich dieser Fairy Dust Diamond. Das wird oft gemacht mittlerweile, das weiß, die Fairy Dust Weiße zu ersetzen, wenn es passt. Das passt meistens sehr gut. Nämlich hier, hier, hier das Weiße, hier, hier und hier, als auch hier, hier und hier. Und das ist das, was ich meinte. Dieses Strahlen hier setzt sich zusammen aus weißen Fairy Dust Diamonds, den hellgrauen Abyss und ein paar von den dunkleren Abyss. Mega. So, hier und hier auch bei den Weißen in den Haaren. Ne? Hier, hier und hier. Hier das Weiß am Rücken. Dann hier in den Haaren und auch hier die weißen Reflexionen, die wir eben auch hier in den Haaren haben. Ne? Die weißen Reflexionen hier. Mega. Und dann haben wir noch einen Fairy Dust Diamond. Das ist das Pluszeichen. Das ist der blaue Fairy Dust Diamond gewesen. Blau-lila. Und dieses Pluszeichen haben wir auch hier immer wieder in den Haaren. Das Pluszeichen haben wir hier in den Haaren. Das ist der blaue Fairy Dust Diamond hier und hier. Hier, hier. Hier runter die Haare zum Beispiel. Hier diese Haare. Hier runter und hier. Hier sind ganz viele. Hier. Hier. Und nee, hier unten nicht. Also das ist alles hier oben, da wo es auch so strahlt. Alles hier oben, da wo es strahlt, da sind diese LBs und Fairy Dust Diamonds eingesetzt. Hier unten kommt dieser blaue auch nur, doch, hier ein bisschen vor. Hier zum Beispiel, da. Da habe ich ein ganz kleines Fleckchen, wo er noch mal vorkommt. Da leuchtet jetzt auch hier, glaube ich, ein bisschen. Ja, sind wir hier. Da strahlt es auch ein bisschen. Wow! Ich bin impressed. Ich bin wirklich sehr. Ich bin beeindruckt. Ich finde es großartig. Und klar, werden wir nicht so fein werden wie hier. Schon gerade, weil wir hier ja sehr klares Rendering haben. Aber auch vor allem der Hintergrund ist nicht nur Color Blocking. Wir können ja mal hier reingucken. Ihr seht hier, da haben wir ein bisschen Color Blocking, ne? Das E hier zum Beispiel. Also viel von einer Farbe an einem Fleck. Aber hier in den Übergängen, guckt euch das mal an. Das hier ist Konfetti. Also da müssen wir oft die Farbe im Schiffchen wechseln und das in Blautönen. Das wird schon, da muss man sich schon sehr konzentrieren hier in dem Bereich zum Beispiel. Das heißt aber, dass wir hier tolle
weiche Übergänge kriegen. Mega. Also dieses super knallharte Rendering, das haben wir hier gar nicht mehr. Wir haben bei diesen Bildern, das ist auch wichtig, gerade bei sowas hier, dass wir ein etwas weicheres Rendering haben. Und auch das kann Diamond Art Lab gut, darum liebe ich es so. Diese Mischung dann auch, klar zu sein, da wo man es sein kann, also härteres Rendering zu haben. Und aber bei sowas wie hier zum Beispiel den Hintergrund nicht einfach faul hinzugehen, zu sagen, komm, wir machen zwei Blautöne oder einen, sondern wirklich diese Tiefe reinzukriegen und diese Übergänge, weil hier ist ja auch ein Strahlen. Wir haben ja hier auch so ein bisschen, es strahlt ja ab und das wirklich zu übertragen, dann auch aufs Diamond Painting, das ist eine Kunst und das ist großartig. I love it. Ich finde dieses Bild toll. Wirklich, wirklich schön. Und ich möchte jetzt immer noch wissen, was das hier heißt. Also wenn du es weißt, wie gesagt, ich hoffe, du hast es schon in die Kommentare geschrieben. Ansonsten jetzt, los geht's. Das Bild hier erscheint morgen am 13. April 2024, ne, immer samstags, 18 Uhr für Diamond and Ruby Members und 18.30 Uhr für alle anderen. Ich freue mich, wenn du mir in die Kommentare schreibst, ob das hier auf deiner Wunschliste gelandet oder nicht oder was sonst noch so da, was morgen rauskommt, für dich interessant ist. Im Moment erscheint ziemlich viel Yume Art, mega. Ich weiß, dass viele von euch sie feiern und lieben. Ich ja eben unter anderem auch. Das sind einfach Bilder, die ich mir auch in die Wand hängen würde. Und ich mag es momentan sehr, wenn eine Botschaft mitkommt. Ja, ja, ich weiß. Ach ja. Also, ich freue mich aber auch, wenn du einen Daumen nach oben da lässt beim Rausgehen. Und wenn dir das Video gefallen hat und du es noch nicht gemacht hast, dann abonnier doch gerne, um eben kein Video mehr zu verpassen. Und ich hoffe dann, dass wir uns, ja, wir sehen uns einfach in meinem nächsten Video. Und bis dahin, passt du gut auf dich auf und bleibst immer super entspannt. Nicht ärgern, lohnt sich nicht. Bis dann. See ya.